In unserer Lokalzeitklinik geht es heute um Wassertherapie. Wenn Sie viel Stress haben, Verspannungen haben, kaum Ruhe finden, dann sollten Sie Wasser-Shiatsu ausprobieren. Das ist eine fernöstliche Entspannungstechnik, die in den USA weiterentwickelt wurde. Die Klinik Möhnesee, eine Fachklinik für Reha-Patienten mit psychosomatischen und kardiologischen Beschwerden, ist eine der wenigen medizinischen Einrichtungen in Deutschland, die diese Methode anwendet. In aller Ruhe stimmt die Therapeutin Heike Otten ihre Patientin auf das Wasser-Shiatsu ein, gibt immer wieder die Anweisung, sich zu entspannen und ruhig zu atmen. Schließlich soll die junge Frau in einen tiefen meditativen Zustand hineingleiten. Wenige Minuten später, Heike Otten trägt ihr Gegenüber buchstäblich auf Händen. Mit einem sanft schwingenden Rhythmus lockert sie Gelenke, Bänder und Muskeln und führt die Patientin so an die Entspannung des gesamten Körpers heran. Bei mir zu Gast im Studio ist Professor Dr. Georg Schürgers, Psychiater und Psychotherapeut an der Klinik Möhnesee. Welche positiven Auswirkungen hat denn jetzt diese Therapie auf den Körper? Naja, diese Therapie ermöglicht natürlich eine Form der Entspannung, die wir sonst aus dem Alltag gar nicht kennen. Muss ich ja vorstellen, sie schweben förmlich im Wasser und haben natürlich Körpergefühle, die alltäglich einfach gar nicht verfügbar sind. Und das ist für viele Menschen, gerade in der heutigen Zeit der Hektik und Unruhe, einfach auch eine Möglichkeit, neue Formen der Selbsterfahrung aufzubauen. Ja. Ja. Welche Krankheiten können Sie damit heilen oder kurieren? Wir sind ja eine psychosomatische Rehabilitationsklinik mit Kardiologie dabei. Überwiegend psychosomatische Störungen. Können Sie ganz kurz erläutern, was das ja, ist? Ja, also in unserem Falle sehr viel Schmerzpatienten, also sozusagen Patienten mit chronischen Schmerzzuständen, ja. Menschen auch mit extremen Spannungszuständen, nervösen Leiden, wenn man so will. Mhm. Und da ist das sozusagen Teil eines gesamten Therapiekonzepts und ist auch flankiert zusammen von anderen Therapiemethoden, die wir anwenden. Ja. Für welche Patienten ist das geeignet? Also der sogenannte Indikationsbereich ist sehr, sehr breit. Also Psychosomatik ist das eine, orthopädisch ohne Zweifel auch. Also gerade auch das Thema Rückenschmerzen, ja. Halswirbelsäule, ein Thema, was heute sehr, sehr viele Menschen plagt. Mhm. Auch im neurologischen Bereich, also bei Patienten mit Lähmungen, vielleicht auch nach Schlaganfällen, durchaus ein anwendbares Verfahren. Und deshalb also eine sehr breite Möglichkeit des Einsatzes. Mhm. Vielen Dank fürs Erste, Professor Schürgens. Ja. Wenn Sie Fragen haben, liebe Zuschauer, zur Wassertherapie, dann können Sie jetzt anrufen unter der Telefonnummer 0800 5678 880. Professor Schürgers wird Ihre Fragen dann am Ende der Sendung beantworten. Professor Dr. Gerhard Schürgers beantwortet jetzt Ihre Fragen, meine Damen und Herren, zum Thema Wassertherapie. Und zwar Markus Kühn aus Hilchenbach hat angerufen, er fragt, ein Nerv blockiert seinen Wirbel, er hat alles versucht, bekommt er so eine Wassertherapie verschrieben? Hat er da Chancen? Also mit der Verschreibung wird ein Problem sein, denn diese Form der Wassertherapie ist von den Krankenkassen in der Regel wird sie nicht bezahlt. Das heißt, es müsste schon eine private Bezahlung dann passieren. Ja. Aber sie ist natürlich in diesem Fall, könnte man das durchaus versuchen. Also ja. Als eine Form auch im Rahmen der physiotherapeutischen Anwendung. Johanna Brumbach aus Möhnesee-Günne fragt, viermal ist sie an der Bandscheibe operiert, austherapiert, hat aber immer noch permanente Schmerzen. Nun fragt sie, weil sie ja in der Nachbarschaft wohnt, ob Kurse oder Einzelanwendungen an der Klinik angeboten werden, auch für Externe. Ja, sowas bieten wir an. Also die Möglichkeit besteht. Wir machen also Kurse sowohl in Gruppen, also als Gruppenanwendung, als auch in Einzelanwendungen. Und das müsste man dann im Einzelfall halt schauen, ob da terminlich was klappt. Ja. Eine Dame, die nicht genannt worden möchte, Krebsoperation mit Chemo behandelt, deshalb Nervenschäden. Könnte in Ihrem Fall auch so eine Wassertherapie als Schmerztherapie helfen? Mhm. Gut, also was die Frage, was sie jetzt an Nervenschäden hat, was auf jeden Fall hilft, ist natürlich das Körperempfinden wieder zu beleben. Und insofern einen Versuch zu machen, halte ich für durchaus sinnvoll. Ich meine, auch bei dem Verfahren muss man immer auch natürlich auch die Grenzen einfach sehen. Und es ist einfach, man müsste es ausprobieren, ob es letztlich eine Linderung auch schafft. Ja. Natürlich ist gerade die Situation im Wasser oft für viele sehr angenehm. Ja. Vielen Dank, Professor Schürgers. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, er ist noch eine Weile zu erreichen am Telefon, und zwar unter der Nummer 0800 5678 880. WDR Digital. Fernsehen mit allen Extras.